wenn wir ein bisschen rumspinnen und uns mal vorstellen, wir würden es als deutsche Mitte in den Bundestag schaffen und nicht nur in den Bundestag, sondern wir hätten das Gesundheitsministerium unter uns. Was genau würden wir denn dann überhaupt verändern? Was würden wir überhaupt machen? Das möchte ich Ihnen jetzt in einem kurzen Vortrag darstellen, was ich so vorhabe. Und dazu muss man ein bisschen Einblick gewinnen in unser Gesundheitssystem. Und das möchte ich Ihnen am Beispiel von Martin Mustermann erklären. Er ist 55 Jahre alt. Sein Hobby, seine Leidenschaft ist das Gärtnern. Er hat einen großen Garten zu Hause, deswegen auch die Gießkanne und das Outfit. Er arbeitet bei einem großen Stuttgarter Automobilhersteller als Werkstattmeister. Er ist dort seit 40 Jahren, er ist 55 Jahre alt, mit 15 ist er eingestiegen als Lehrling und hat es bis zum Werkstattmeister gebracht. Er hat 4 Kinder, er ist glücklich verheiratet. Die ersten beiden Kinder wurden voll durchgeimpft nach STIKO, das dritte Kind nur noch das Wichtigste und das vierte Kind, was noch zu Hause ist im Moment, der Sonnenschein der Familie, wurde gar nicht mehr geimpft. So, das hat aber seine Frau alles so ein bisschen organisiert. Er ist der Techniker, ja, in der Familie. Gut. Er wurde auch nie irgendwie krank, also seine Fehltage hielten sich äußerst in Grenzen in den 40 Jahren. Er ist aber abgesichert bei der AÖK. Die AÖK ist eine gesetzliche Krankenversicherung. Es ist jede Ähnlichkeit mit einer tatsächlich existierenden Krankenkasse wäre natürlich rein zufällig. Und ja, die grüne Farbe von dem Logo hat ihn angesprochen. Da meinte er, da bin ich dann gut aufgehoben. Ist ja, entspricht meinem Hobby. Und ich zahle halt jeden Monat Hunderte von Euro und mein Arbeitgeber nochmal Hunderte von Euro in dieses Solidarsystem ein. Ich brauche es nicht. Ich unterstütze aber damit andere. Das mache ich. Ja, feine Sache. Eines Tages hat Martin Mustermann allerdings Bauchschmerzen. Ja, hier, da wo seine Tasche ist. Das kommt und geht nicht wieder und wird immer schlimmer über Wochen. Schmerzmittel helfen dann auch irgendwann nicht mehr. Und dann schließlich geht er zu seinem Hausarzt und erklärt ihm sein Problem. Der macht eine Untersuchung, entnimmt Proben, schickt ihn wieder nach Hause, lässt ihn nochmal kommen, schickt ihn ins Krankenhaus, um größere Untersuchungen zu machen. Und so bei der dritten Visite sagt der Arzt zu ihm, ja, lieber Martin, tut mir leid, aber du hast Darmkrebs, du hast noch 6 Monate zu leben. Wir können aber, wenn wir jetzt die richtigen Maßnahmen ergreifen, dein Leben nochmal um 3 bis 6 Monate verlängern. Ja, ich fürchte, wir müssen dazu Chemo machen und Bestrahlung und den Darmausgang verlegen und einen Teil vom Magen müssen wir leider entfernen. Aber du wirst dann eben länger leben, wenn wir das machen und ansonsten wirst du halt früher sterben. Aber mach dir keine Sorgen, das wird alles von der AÖK erstattet. Das kostet zwar ein Vermögen, aber es wird alles erstattet. Die AÖK ist für dich da. Und dann sagt der Martin, ja, Moment mal, ja, also so schnell geht das nicht, ja, weil der Arzt hat ihm gesagt, ja, das Klinikbett ist schon für dich reserviert, habe ich sofort für dich reserviert und der OP-Termin steht auch schon fest. Und dann hat er nein, danke gesagt, ich muss mich doch mit meiner Frau besprechen. Und dann hat er sich mit seiner Frau besprochen und sie hat ihm dann einen Naturheilarzt empfohlen und da ist er mal zu dem gegangen und hat sich mal eine andere Meinung eingeholt. Und der hat dann ihn
gleich mal 2 Stunden lang befragt und auch befummelt und hat dann zum Beispiel herausgefunden, dass Martin Mustermann enormen Stress in seiner Arbeitsstelle im Moment hat. Er wollte nämlich einen, sagen wir mal, weiter aufsteigen in der Firma, die nächsthöhere, also einen Abteilungsleiterposten ergreifen, hat dazu jede Menge Kurse belegt. Und dann hat man ihm aber eine 35-jährige frische Absolventin der Uni vor die Nase gesetzt, die ist vollgepumpt mit neuen Ideen, wie die Werkstatt zu leiten ist und die Abteilung und die Firma, und sie lässt ihm das spüren, dass er eigentlich nur ein Lehrling ist und sie kommt von der Uni, und das ist für ihn ganz schwer zu verdauen. Also sagt der Arzt, ja, ich empfehle dir, geh doch mal zu einem Therapeuten, der sich ein bisschen mit der neuen Medizin nach Dr. Hammer auskennt, und guck mal, ob du das Thema bearbeiten kannst. Ja, das könnte auch eine Ursache deines Darmkrebses sein. Außerdem, du hast 10 Amalgamblomben im Mund. Ich fürchte, die müssen raus. Du hast einen toten Zahn, der sitzt ausgerechnet auf dem Darmmeridian. Das müssen wir doch nochmal von einem Fachmann auswerten lassen, ob der nicht vielleicht auch raus muss. Du isst doch ein bisschen einseitig, wie du mir erklärt hast, solltest da doch mehr Vitalstoffe zu dir nehmen. Eine Darmreinigung, Entschlackung, Entsäuerung und. Also ein ganzer Katalog, den er ihm vorschlägt. Das Ganze würde 10.000 bis 20.000 Euro kosten, aber nicht auf einmal, sondern diese Entgiftungstherapie geht über so bis zu 3 Jahre oder länger. Ja? So, Quecksilber entgiften ist nicht ohne. Ja, also was macht Martin Mustermann? Er sagt, er geht zur AÖK. Also für Martin war das alles, was der Arzt gesagt hat, war für ihn völlig einsichtig. Seine Frau hat ihn da gut vorbereitet, ja? Hat ihn nie bedrängt, aber er sieht das voll ein. Er kann alles nachvollziehen. Und sagt, ja, das mache ich. Und geht jetzt zur AÖK und sagt, hier AÖK, guck mal, hier mein Behandlungsplan, das sind maximal 20.000 Euro. Und im Vergleich zu dem, was mein Hausarzt da empfohlen hat, Hunderttausende, vielleicht sogar 1 Million, wenn ich tatsächlich noch 1 Jahr lang lebe. Ja? Was das kosten würde. Und das ist nur ein Bruchteil davon. Bitte übernehmt das doch. Na, sagt die AÖK, lieber Martin, so ein Esokram übernehmen wir nicht. Also was, wie, wo, das ist völlig einsichtig. Hier, guck doch mal, also stimmt doch alles mit Blomben und Problemen am Arbeitsplatz und. Aber da der Sachbearbeiter sagt, ja, weißt du, Martin, selbst wenn wir wollten, wir dürfen diese Therapien nicht erstatten. Es ist uns verboten. Sag mal, was, wieso ist das verboten? Ihr seid doch die AÖK. Wieso wollt ihr das nicht erstatten, was mich gesund macht? Wer verbietet euch das? Und dann sagt die AÖK, ja, das verbietet uns der gemeinsame Bundesausschuss. Was sagt der Martin? Gemeinsamer Bundesausschuss, was ist das denn? Ja, das ist ein Gremium, da sitzen Ärzte drin und Krankenkassenvertreter und Gesundheitspolitiker, und die besprechen, was Sinn macht zu erstatten und was nicht. Das geht alles voll demokratisch zu, die stimmen das ab. Also das hat schon seine Richtigkeit. Ja, da sitzen unter anderem Leute aus dem GKV-Spitzenverband, dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, drin. Also sagt Martin, ja, wer bestimmt denn, wer da an diesem GKV-Spitzenverband drin sitzt? Ja, sagt der Sachbearbeiter, das sind die Verwaltungsräte der gesetzlichen Krankenversicherungen, zum Beispiel der AÖK, die entsenden Delegierte an den GKV-Spitzenverband. Die entscheiden dann nach Mehrheitsprinzip völlig demokratisch.
Und dann sagt der Martin, ja, aber wer hat die denn in ihre Position gebracht? Wie kommt die da hin? Und dann sagt der Sachbearbeiter, ja, du hast die gewählt bei der Sozialwahl. Ja, alles völlig demokratisch. Ja, also brauchst dich nicht beschweren. Und dann denkt der Martin ein bisschen nach und dann fragt er, ja, aber wer hat denn dem gemeinsamen Bundesausschuss diese Macht gegeben? Woher haben die diese Macht, der AÖK zu verbieten oder zu gebieten, was sie zu erstatten haben? Und dann sagt der Sachbearbeiter, das ist ein Gesetz, das steht im Sozialgesetzbuch 5. Da steht das alles genau drin, dass es dieses Gremium gibt und dass die zu entscheiden haben, was die gesetzliche Krankenversicherung zu erstatten hat und was nicht. Und da fragt sich der Martin, ja, und das Sozialgesetzbuch 5, wie entsteht das oder wie ist das entstanden? Ach Moment, das ist doch der Deutsche Bundestag, genau. Die haben das mehrheitlich beschlossen und die habe ich selber gewählt, ja, alles völlig demokratisch. Ja, so, wenn ich also jetzt was ändern will, dann muss dieser gemeinsame Bundesausschuss einfach mal weg. Das wäre so mein Vorschlag, damit die Krankenkassen wieder selber entscheiden können, was sie erstatten und was nicht. Und damit die hier, die ich bei den Sozialwahlen wähle, wieder was zu sagen haben, weil im Moment haben sie ja nichts zu sagen. Was sollen die denn da sagen, wenn alles vorgeschrieben wird? Dazu muss das Sozialgesetzbuch 5 geändert werden. Und wer kann das ändern? Das kann eigentlich nur der Bundestag ändern. Und der Bundestag hat derzeit eine Zusammensetzung, die das nicht sehr wahrscheinlich macht, dass das jetzt bald in unserem Sinne passiert. Also müssen wir zusammen die Zusammensetzung des Bundestages verändern. Und die nächste Gelegenheit dazu ist am 24. September 2017. Angenommen, wir würden das schaffen, dann hätte die AÖK wieder freie Hand. Ja, wenn wir die richtigen Leute in die Verwaltungsräte wählen, hätten die freie Hand, das zu erstatten, was uns wichtig ist. Ja? Und nicht nur die AÖK, auch die BÖK und die CÖK und die DÖK und was es sonst noch für gesetzliche Krankenversicherungen gibt, die hätten dann mal jetzt dann einen echten Wettbewerb. Das, was jetzt läuft, das ist doch kein Wettbewerb. Das ist eine reine Show, um uns abzulenken von den eigentlichen Sachverhalten. Und wenn ich dann bei der AÖK meine Therapie, die mein Naturheilarzt mir vorschlägt, nicht erstattet, dann gehe ich eben zur BÖK. Ja, so. Und wenn der AÖK alle Leute weglaufen, weil die nur Schulmedizin erstatten, dann hat die BÖK einen enormen Zugewinn an Mitgliedern. Und nicht nur das, die Kosten für die einzelnen Therapien werden sinken und die Leute werden gesünder. Und sie können die Tarife senken. Und diese Dynamik, die habe ich vor. Ich will also niemandem vorschreiben, wie er seine Gesundheit zu erreichen und zu erhalten hat, aber ich will diese Freiheit im System wiederherstellen. Die Grundsätze und meines gesundheitlichen Programms, also meines Entwurfs vielmehr, gehen aus vom Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Also ich persönlich habe das letztes Jahr eigentlich für mich erst so richtig entdeckt, diesen Satz. Das ist der absolute Hammersatz. Das hat meines Wissens auch keine andere Verfassung. Das beinhaltet in Bezug auf unser Thema, jeder Mensch hat die Freiheit, selbst darüber zu entscheiden, wie er leben will, wie er gesund werden will, gesund bleiben will und wie er sterben möchte, wie er sein Leben führen möchte. Diese Freiheit haben wir im Moment nicht. Oder anders gesagt, sie wird doch stark eingeschränkt. Was also uns wichtig ist von der deutschen Mitte, das ist Gewissensfreiheit, Therapiefreiheit für Patienten, aber auch für die Therapeuten. Das Subsidiaritätsprinzip, das bedeutet, man regelt nur so viel, wie geregelt werden muss. Und das, was geregelt werden muss, wird möglichst von den Menschen geregelt, die es betrifft.
und nicht von irgendwelchen Eliten. Ja? Und das Prinzip ist auch das Zulassen von unabhängigen Regelkreisen, ja? Dass die Menschen, ja, ihre Umstände selber regeln. Also kommunale Ebene, dann erst kommt die Kreisebene, dann erst kommt die Bezirksebene, dann erst kommt die Landesebene und dann erst kommt die Bundesebene. Was wir noch fordern, ist eine ursachenbezogene Medizin statt Symptomunterdrückung, auch wenn industrielle Interessen davon betroffen sein könnten. Ich sag mal Elektrosmog, Pestizide, sonstige Umweltgifte, Glyphosat, ja, Medikamentenvergiftung. Die Gesundheit des Einzelnen und die Volksgesundheit stehen im Widerspruch zum Prinzip der Gewinnmaximierung. Es kann doch wohl nicht sein, dass Kapitalgesellschaften Kliniken betreiben und mit dem Ziel der Gewinnmaximierung. Gewinnmaximierung hat im Gesundheitswesen nichts, aber auch gar nichts verloren. Das ist ja nicht Ziel des Gesundheitssystems, Gewinn zu maximieren. Gesundheit muss maximiert werden, aber doch nicht Gewinn. Menschliche Zuwendung ist die Grundlage aller weiteren Behandlung. Das ist ganz wichtig. Wir haben sehr engagiert, also zum größten Teil sehr engagiertes Pflege- und Krankenhauspersonal. Aber die sind aufgrund des Personalmangels und dieser Explosion an Dokumentationspflichten, ja, so überlastet, so überfordert, dass sie einfach keine Zeit haben. Ein weiteres Problem ist das Ausgliedern von Mitarbeitern an Subunternehmen, und die werden dann unterbezahlt, und dann haben wir für zwei Pflegekräfte im Krankenhaus, die genau das Gleiche machen, völlig unterschiedliche Gehälter und solche Sachen. Ja? Also da werden, das ist auch eine Folge dieser Gewinnmaximierung, das kann nicht sein. Die wichtigsten Maßnahmen, die ich ergreifen würde, wären im Versicherungssystem eben die Abschaffung des gemeinsamen Bundesausschusses, daraus folgernd die freie Hand für alle gesetzlichen Krankenversicherungen bei ihren Leistungen und Tarifen, auch Heilpraktiker, und alle Therapien sind im Prinzip möglich. Freie Wahl für alle, also zwischen gesetzlichen Krankenversicherungen, aber auch privaten und freien Solidargemeinschaften, die nach dem Artabana-Prinzip arbeiten. Wer das noch nicht gehört hat, kann einfach mal googeln, Artabana. Dann können die einmal jährlich wechseln. Eine Aufnahmepflicht würde ich vorsehen für die GKV und auch für die Privaten. Die sollen unter solchen Umständen mal zeigen, was sie können, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen da auf Kosten der privaten Versicherung enormen Zulauf haben. Aber müsste man mal sich dann angucken, was dann passiert. Die Sozialwahl würde ich in wesentlich kürzeren Abständen, also ich würde es wenigstens halbieren, diesen Abstand zwischen den Sozialwahlen, weil die wirklich relevant sind. Das Abrechnungssystem würde ich verändern. Die Kassenärzte werden nicht mehr nach einem ständig wachsenden Diagnosekatalog abgerechnet, sondern nach Zeit. Das heißt, der Kassenarzt stellt einfach dem Patient eine Rechnung über seine Zeit, die Zeit, die er aufgewendet hat, so wie der Privatarzt auch. Und man könnte dann natürlich für Investitionen in die Praxis dann einen Multiplikator einführen. Und das sollen dann industrieunabhängige Fachleute und die betroffenen Verbände, die müssen sich zusammensetzen und das dann ausmachen. Und zwar unabhängig von der Therapie. Ja? Wenn jetzt der Naturheilarzt Kaffeesatzlesen macht mit seinem Patienten und der wird danach gesund, weil er dran glaubt, weil der Placebo-Effekt ja, funktioniert, dann ist okay, wer heilt, hat recht. Ja, jetzt mal als extremes Beispiel. Ja. Das Ziel wäre dadurch auch eine enorme Dynamik in der Weiterentwicklung alternativer Methoden, eine Dynamik anzustoßen. Die Rechnung müsste direkt an den Patienten gehen, da könnte dann gleich mal gucken, die Zeit, die da eingetragen ist, stimmt das?
kassenärztliche Verrechnungsstellen müssten sich ein anderes Betätigungsfeld suchen. Bei den Krankenhäusern würde ich es ähnlich machen. Also diese Fallpauschalenabrechnung ist sowas von destruktiv. Ja? Sie kommen aus dem Pflegebereich auch. Ja? Sowas von destruktiv. Ich würde wieder zurückgehen zu den Pflegetagessätzen. Auch das wieder unabhängig von der Therapie, die tatsächlich angewendet wird. Da können sich ja auch Kliniken spezialisieren oder können verschiedene Therapiemöglichkeiten anbieten. Ob das jetzt ideal ist, kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall besser, wie es jetzt ist. Also es war vorher besser, als es jetzt ist. Bei den Bundesgesundheitsbehörden, wenn ich Gesundheitsminister wäre, ja, wenn ich mal so vermessen sein darf, ja, einfach mir das mal vorzustellen. Ich würde natürlich das Führungspersonal zunächst mal austauschen, weil es gibt da kaum jemanden ohne Interessenskonflikte. Ja. Und es gibt die Experten, die industrieunabhängig sind, die ein Gewissen haben. Es gibt sie. Ja, man muss sie nur finden und sie dann höflich bitten, ja, oder fragen, ob sie sich so einen Job vorstellen könnten. Auch die Mitarbeiter müssten möglichst frei von Interessenskonflikten sein. Der personelle Austausch zwischen Behörden und Industrie, das muss einfach stark eingeschränkt werden. Es kann nicht sein, dass Mitarbeiter der Zulassungsbehörden zu den Konzernen wechseln, die sie vorher geprüft haben, und dann wieder zurück zu einer Behörde oder so. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Das ist aber... macht keinen Sinn. Das muss unterbunden werden. Ja? Dann würde ich eine eigene Meldebehörde einrichten für Medikamentennebenwirkungen. Es kann nicht sein, dass die Zulassungsbehörden selber für die Meldung oder also Erfassung der Nebenwirkungen zuständig sind, weil da ein Interessenskonflikt besteht. Ja? Weil wenn ich eine Meldung bearbeite, ist die ja ein Hinweis darauf, dass ich vorher meinen Job nicht gemacht habe. Ja, das muss völlig rausgenommen werden aus den Zulassungsbehörden. Und dann müsste ich natürlich als Gesundheitsminister auch dafür sorgen, dass da an der Spitze jemand steht, der einfach die Kompetenz und die Unabhängigkeit hat, die man braucht für so eine Behörde. Die Zulassungsbedingungen, ich würde das verschärfen. Nicht von heute auf morgen, aber in einem bestimmten Zeitraum würde ich das verschärfen, dass zumindest neue zugelassene Medikamente echten Placebo-Studien unterworfen werden, die auf Herz und Nieren geprüft sind, ja, von unabhängigen Prüfstellen, also industrieunabhängigen Prüfstellen. Eine eigene Behörde für die wissenschaftliche Bewertung von Therapien und Maßnahmen, um zu gucken, was funktioniert denn, wenn ich so eine Dynamik lostrete im Gesundheitswesen, Modellprojekte der integrativen Medizin zum Beispiel unterstütze, dann muss das wissenschaftlich begleitet werden, damit wir auch wirklich objektiv sehen können, was funktioniert. Und möglichst natürlich auch, warum funktioniert, kann das ein Modell sein. Und was gut funktioniert, das würden wir als Ministerium unterstützen. Und Dinge, die gut funktionieren, würden wir dann in die Ausbildung von Ärzten einfließen lassen. Das Robert-Koch-Institut würde von mir beauftragt werden, dass die Ursachen von Infektionskrankheiten, die müssen völlig neu untersucht werden, erforscht werden. Weil wir hier eine völlig einseitige Wissenschaft seit über 100 Jahren haben. Ja? Und es gibt völlig neue Erkenntnisse, Epigenetik, Psychoimmunneurologie und, die einfach die alte Hypothese, dass Immunität nur ein Thema der Antikörper sei. Ja? Es gibt so viele Erkenntnisse, die dem widersprechen. Das muss einfach einfließen in eine neue Grundlagenforschung. Jetzt würden wir mit, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10, vielleicht auch mehr Prozent, ja, in den Bundestag einziehen. Wir hätten jetzt keine gesetzesverändernde Macht. Wir wären jetzt Oppositionspartei. Wir können aber dann, oder wir sollten dann ab dem Moment die konkreten Gesetzesveränderungen vorbereiten.
Das können wir jetzt noch nicht machen, haben nicht die Ressourcen, aber als Bundestagsfraktion hätten wir die. Dann gibt es ja die Entscheidungsgremien oder die Ausschüsse im Bundestag. Also ich würde dann gerne im Gesundheitsausschuss des Bundestages sitzen und Sand in den Mühlen der Lobbyisten sein. Das wäre toll. Ja? Dann könnte man als einzelner Abgeordneter kann man kleine Anfragen an die Regierung stellen, als Fraktion große Anfragen, die müssen bearbeitet werden, die müssen akkurat beantwortet werden. Das würden wir veröffentlichen. Das ist auch eine gute Basisarbeit für weitere gesetzesverändernde Vorhaben. Fachgespräche und Anhörungen könnten wir im Bundestag organisieren. Ich war mal vor Jahren bei einem Fachgespräch, das hatten die Grünen organisiert, die Biggie Bender damals, zum Thema Impfen. Interessanterweise war der damalige Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, das war der Professor Schmidt, ja, war eingeladen. Und am Tag, als er eingeladen wurde zu diesem Fachgespräch, weil die Interessenskonflikte der STIKO waren Thema dieses Fachgesprächs, ja, an dem Tag, wo er die Einladung gehalten hat, hat er das Handtuch geworfen, ist abgetreten, raus aus der STIKO und ist sofort nahtlos bei Novartis Chef der Impfsparte geworden. Und diese Anhörungen, wo dann die wichtigsten Fürsprecher und Gegensprecher auftreten müssen, die müssen kommen, ja, das würde ich gerne filmen lassen und direkt auch ins Internet übertragen, so wie diese Stuttgart 21 Vermittlungsgespräche, die da, wie hieß da nochmal, der Geißler damals gemacht. Das hat mich richtig beeindruckt, was es auch am Schluss gebracht oder nicht gebracht haben mag, aber das fand ich gut. Ja, wer wollte, konnte sich die Argumente direkt von den Akteuren angucken. Wenn wir jetzt nicht nur einfach im Bundestag wären, sondern wir hätten erfolgreiche Koalitionsgespräche geführt, ja, und hätten ein Ministerium unter unserer Regie, dann hätten wir natürlich mehr Möglichkeiten. Ne? Wir könnten dann das Personal des Gesundheitsministeriums austauschen. Wir könnten den gemeinsamen Bundesausschuss nicht abschaffen, aber die drei sind ja drei Gesundheitspolitiker, die vom Gesundheitsminister reingeschickt werden. Da könnten wir dafür sorgen, dass da andere Leute delegiert werden. Und in die Ständige Impfkommission würde ich dann auch andere Leute reinsetzen, als jetzt da drin sitzen. Ja? Ich würde die Bundesbehörden neu ordnen. Die ärztliche Ausbildungsverordnung liegt ja im Bereich des Gesundheitsministeriums, könnte man dann reformieren. Und natürlich hätten wir mit enormem Widerstand auch in den Universitäten und so zu rechnen, aber damit kann man dann schon umgehen. So, was wir ab sofort tun können, zwar jetzt vor Einzug oder möglichen Einzug in den Bundestag, gesundheitspolitische Arbeitskreise gründen auf Bundes-, Landes- und Kreisebene innerhalb der deutschen Mitte. Das ist schon im Gange. Also wir hatten jetzt, unser Bundesarbeitskreis hat sich jetzt inzwischen zweimal getroffen und auch meinen Entwurf besprochen für das gesundheitspolitische Programm. Was wir noch vorhaben ist, Arbeitskreise der Berufsgruppen zu bilden, damit zum Beispiel die Heilpraktiker, die in der deutschen Mitte sich sammeln, ja, und die hinter den Programmen stehen und hinter den Reformen stehen, die wir vorhaben, dass die sich zusammentun und in ihre Berufsverbände hineinwirken und in ihre Fachgesellschaften, weil da ja auch die Leitlinien erarbeitet werden, also bei den Ärzten zumindest, aber bei den Heilpraktikern gibt es, glaube ich, auch sowas. Ne? Wie auch immer, das ist wichtig, parallel, ja, das zu tun, dann möchte ich jetzt schon mir Gedanken drüber machen und ich mache sie mir auch, wie wir es schaffen mit eigenen Wahllisten bei den nächsten Sozialwahlen. Das ist zwar erst 2023, ja, aber da müssen wir mit eigenen Wahllisten antreten, damit wir ordentliche Leute in die Verwaltungsräte wählen.
weil die haben ja im Prinzip die Macht, die Politik der gesetzlichen Krankenversicherung zu bestimmen. Es wäre wichtig, dann natürlich die eigene Kompetenz weiter ausbauen, ja, sich weiterbilden und sich mit dem System beschäftigen und so weiter. Und auch mein gesundheitspolitisches Programm, selbst wenn das jetzt mal vom Bundesvorstand und vom Bundesparteitag verabschiedet wird, das muss weiter ausgebaut werden natürlich. Öffentlichkeitsarbeit könnten wir auch jetzt schon machen, in dem Rahmen des Möglichen, heute Abend zum Beispiel, das ist sowas, ja. Und das Prinzip ist, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann wird das die Welt verändern. Und ich habe, seitdem ich der Deutschen Mitte beigetreten bin, wieder Hoffnung, dass das möglich ist.